Belgische Waffeln sind super lecker, weil sie genug Platz für Toppings und Soßen bieten. Wir testen jetzt 4 Geräte für belgische Waffeln und davon sind 2 Waffelautomaten und 2 Dreher. Los geht's! Hallo, ich bin Geraldine von Gute Wahl. Wir haben ja schon Waffeleisen getestet. Den Link dazu findest du hier bei dem kleinen i. Jetzt legen wir ein Update nach mit Geräten, die etwas raffinierter sind und mehr können. Wir testen die Geräte darauf, wie leicht sie sich bedienen lassen, wie lecker die Waffeln werden und wie leicht die Reinigung ist. Welches von diesen Geräten das Beste ist, finden wir jetzt heraus. Das Imerio-Waffeleisen ist drehbar, backt 4 kleine Waffeln und ist das günstigste in diesem Test. Das Imerio wirkt billig verarbeitet und steht unsicher. Es heizt fix auf, hat aber eine lange Backzeit. Außerdem gibt es als Extra eine Warmhaltestufe. Die Waffel wird unregelmäßig gebräunt. Außen ist sie ein bisschen zu kross und innen zu weich. Die Konsistenz finden wir also weniger gut. Außerdem haben wir das Gefühl, dass das Umdrehen keinen Vorteil bringt. Der Teig wird nicht besser verteilt als bei anderen Geräten. Super unpraktisch ist die Lücke zwischen Heizplatte und Gehäuse, weil dort Teig reinlaufen kann und es erschwert die Reinigung. Mit dem Waffelergebnis sind wir weniger zufrieden und auch die Verarbeitung ist nicht so toll. Das Imerio eignet sich also nur dann für dich, wenn du wenig Geld ausgeben möchtest. Der Gastrobag ist ein Waffelautomat. Das bedeutet, dass er die Backdauer automatisch bestimmt, je nachdem, welche Einstellung du vorgenommen hast. Der Gastrobag backt 2 große Waffeln. Es gibt 4 Programme für verschiedene Waffeltypen. Die Dauer und die Bräunungsstufe kannst du aber auch manuell einstellen. Außerdem lässt sich die Waffeltextur auswählen, also entweder gleichmäßig oder außen kross und innen weich. Der Portionierungslöffel ist super praktisch, weil du dann immer genau die richtige Menge einfüllst. Die Automatik macht die Waffel für unseren Geschmack immer zu braun. Deswegen unser Tipp, schau lieber nach. Außerdem wird die Waffel oben brauner als unten. Der Teig ist sonst aber gleichmäßig gebacken. Die Verarbeitung fällt etwas negativ auf. Das Gerät wirkt nämlich klapprig. Für einen Waffelautomaten mit so vielen Funktionen ist der Gastrobag eigentlich ganz günstig. Vom Automatikmodus hätten wir uns aber erhofft, dass er uns mehr Arbeit abnimmt. Das Modell von Sage ist auch ein Waffelautomat. Er hat fast die gleichen Funktionen wie der Gastrobag. Er ist der teuerste in diesem Test, aber dafür nicht perfekt verarbeitet. Der Sage regelt die Backdauer automatisch. Du kannst die Bräunungsstufe und den Waffeltyp auswählen, aber nicht die Waffeltextur ändern, wie bei Gastrobag. Dafür gibt es die Ebit More-Taste, mit der du die Backdauer ein bisschen verlängern kannst. Der Portionierlöffel ist auch praktisch. Der Sage heizt sehr langsam auf. Im Automatikmodus werden die Waffeln schnell zu braun, wie bei Gastrobag. Die große Teiggrille ist sehr praktisch, wenn der Teig überläuft. Macht das Gerät aber natürlich auch etwas breiter. Die Waffeln werden etwas ungleichmäßig. Sie sind oben brauner als unten. Der Sage Waffelautomat ist ganz schön teuer. Dafür bietet er aber auch einen praktischen Automatikmodus. Du musst nur bei der Bräunungsstufe aufpassen. Ansonsten lässt er sich leicht bedienen und die Waffeln werden richtig lecker. Das Krups-Waffeleisen ist drehbar, sehr schwer und nimmt ganz schön viel Platz weg. Dafür ist es sehr robust und hochwertig verarbeitet. Die Auffangschale ist richtig praktisch und erleichtert die Reinigung. Es heizt langsam auf, backt die Waffeln dafür im Vergleich am schnellsten. Die Waffeln sind sehr gleichmäßig. Sie sind oben und unten gleich braun. Die Textur der Waffeln finden wir perfekt, genauso wie man sich's wünscht. Innen weich, außen knusprig. Einer der größten Vorteile am Krups ist, dass du die Waffelplatten rausnehmen kannst. So sind sie leicht zu reinigen und du kannst sie einfach in die Spülmaschine machen. Auch ohne Automatikmodus bekommen wir mit dem Krups-Waffeleisen die beste Waffel hin. Damit ist das Modell das Beste in diesem Vergleich und löst damit sogar den Testsieger vom alten Test ab. Die Ergebnisse von dem findest du bei uns auf der Webseite. Da haben wir auch Herzwaffeleisen und Doppelwaffeleisen getestet. Insgesamt finden wir, machen diese Modelle auf jeden Fall bessere belgische Waffeln als die aus dem alten Test. Sie sind aber auch deutlich teurer und größer. Sie lohnt sich also für dich, wenn du ein richtiger Fan belgischer Waffeln bist. So wie ich, habe ich ein Glück, dass ich die jetzt alle alleine essen darf. Viel Spaß beim selber machen. Insgesamt finden wir, dass die neuen Modelle bessere Wir testen jetzt 4 Geräte. Belgische Waffeleisen sind super. Nein. Belgische Waffeleisen. Nein, Mann!